In diesem Tutorial-Video erklären wir den Lab Design Service, der die Cloud-Plattform AG Live nutzt. Eine Lösung, die auch für intraorale Scandaten von Drittanbietern offen ist und die es Laboren ermöglicht, als Design Center für Zahnärzte zu fungieren. Auf diese Weise wird die Kooperation digitalisiert und die Zusammenarbeit einfach und reibungslos gestaltet. Schauen wir uns an, wie es funktioniert. Legen Sie in AG Live einen Patientenfall an und wählen Sie die gewünschte Restauration aus. Im folgenden Beispielfall soll eine monolithische Zirkonoxidkrone auf Zahnnummer 47 vom Labor konstruiert und in der Klinik hergestellt werden. Fahren Sie mit dem intraoralen Scan mit Ceramil Map DRS fort. Alternativ können Sie auch die Scandaten importieren, die von einem fremden Intraoralscanner erzeugt wurden. Bevor Sie den Fall für das Partnerlabor freigeben, stellen Sie sicher, dass alle relevanten Daten vollständig in die Cloud hochgeladen wurden. Aktualisieren Sie dazu einfach die Website, indem Sie auf die Option Aktualisieren oder auf die Taste F5 auf der Tastatur klicken. Teilen Sie anschließend den Fall und die Daten mit dem Partnerlabor, indem Sie auf die Option Teilen klicken. Wählen Sie das gewünschte Partnerlabor und dann die Serviceoption Design, um den Workflow Lab Design Service zu aktivieren. Auf diese Weise werden zwei weitere Optionen freigeschaltet. Das Fräsgerät, das vorselektiert und auf die Ceramil Motion DRS eingerichtet wird, und der Materialtyp, der vom Behandler vordefiniert werden muss. Schließlich wählen Sie das gewünschte Fertigkeitsdatum aus und geben optional einige Notizen oder Kommentare in das Feld darunter ein, um mit dem Labor zu kommunizieren. Um fortzufahren, klicken Sie auf die Option mit Partner teilen. Der Fall wird nun über AG Live mit dem Partnerlabor geteilt. Das Labor wird sofort per E-Mail benachrichtigt. Bei einem kurzfristigen Lieferbedarf ist es jedoch ratsam, das Labor auch telefonisch zu kontaktieren, um mögliche Verzögerungen zu vermeiden. Das Partnerlabor erhält eine E-Mail mit der Information über den neu eingegangenen Fall des Behandlers. Überprüfen Sie in AG Live die eingehende Anfrage Lab Design Service und klicken Sie auf die Option Annehmen, um sie in den Ordner Aktiver Fall zu verschieben. Importieren Sie den Fall in die Ceramil Mind Database, indem Sie auf die Option Ceramil Mind Import klicken. Die Database öffnet sich automatisch. Bei einem Lab Design Service Fall sind spezifische Indikationen, das Gerät und das Material bereits ausgewählt und müssen daher nicht geändert werden. Fahren Sie mit dem Design der Konstruktion fort, indem Sie auf die Option Ceramil Mind klicken. Es beginnt nun der klassische Labor-Design-Workflow mit allen Wizard- und Expert-Schritten, die ein Labortechniker gewohnt ist, wie zum Beispiel die Korrektur der Präparationsgrenze. Und des Zementspalts oder die individualisierte Freiformgebung und Gestaltung. Wenn der Entwurf fertig ist, wählen Sie die Option Ich bin fertig und klicken dann auf Weiter. Ceramil Mind wird beendet und leitet uns zurück zu AG Live. Anstelle einer STL-Konstruktionsdatei gibt der Benutzer mit dem Lab Design Service Workflow die komplette entworfene Szene als Dental Cut-Datei weiter. Dies gibt dem Behandler die Möglichkeit, den Entwurf bei Bedarf zu ändern.
Die DentalCAD-Datei wird nun automatisch in AGLive hochgeladen. Abhängig von der Internetgeschwindigkeit kann es einige Zeit dauern, bis sie vollständig hochgeladen ist. Es wird empfohlen, die Website zu aktualisieren, entweder durch Klicken auf die Option Aktualisieren oder durch Drücken der Taste F5 auf der Tastatur. Sobald die DentalCAD-Datei erscheint, wählen Sie die Option Dateien zurücksenden, um den entworfenen Fall an den Behandler zurückzusenden. Scrollen Sie ein wenig weiter nach unten, um eine weitere großartige Funktion zu entdecken: das Chatfeld. Der Austausch von Kommentaren zwischen Partnern war noch nie so einfach. Der Behandler erhält eine E-Mail mit der Information über den zurückgesandten, vom Labor gestalteten Fall. Der Link verweist auf den konkreten Fall im AGLive-Account des Behandlers, in dem die Konstruktionsdatei nun hinzugefügt ist, sowie auf einen Kommentar des Laborpartners in der Chatbox. Ein Klick auf den Aktionsbutton Produzieren, der neben der empfangenen DentalCAD-Datei erscheint, startet die Ceramil Mind DRS-Software. Die Software startet direkt bei den Nesting-Schritten. Fahren Sie mit dem Nesting im gewünschten Block fort. Und senden Sie den Auftrag schließlich zur Produktion an die Ceramil Motion DRS.